Hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout New Vegas 2022. Remastered mit Mods. Ich wollte irgendwo haben ein Kreuz gesehen, da wollte ich mal hin. So ein riesiges Kreuz war da. War das da? Auf jeden Fall gehen wir jetzt ins Ödland. Das heißt, können. Was war das denn jetzt für ein Move? Also bitte. Ja, Diagonal-Move habe ich noch nicht gemacht. Aber wie heißt der? Die Mod habe ich noch nicht gemacht. Irgendwo gab es ein Kreuz. Aber ich habe ja ein paar Sachen gesammelt. Ich bin. Die wollte ich eigentlich noch loswerden. Aber im letzten Part hatten die alle kein Geld mehr. Von dem her. Ja, und wir haben Karawane gespielt. Ich hab's nicht verstanden. Ah, zu dem Kreuz da hinten gehen wir gleich mal. Aber erstmal gucken wir, ob wir noch ein bisschen was loswerden, ob die wieder Geld haben. Hey, du? Möchten Sie Vorräte kaufen? Zeigen Sie mal, was Sie natürlich haben. Doch. Er hat nur 70. Wie sieht es mit meinen Stimpacks aus? Lebensmittel. Oh, eigentlich ganz gut, aber man kann nie genug haben. Okay. Nee. Dann mach's mal gut, ne? Wir sehen uns. Mit der Ruhe. Ja, ja, keine Hektik. Okay. So, ich wollte zu dem Kreuz da hinten mal hin. Die liegen ja immer noch hier. Könnt ihr die Leichen nicht wegräumen? Das fängt doch an zu stinken bei der Hitze hier. Naja. Hunde lädt nicht bellen, kommen. Ach ja. Sieht schon sehr schön aus. Und ich muss sagen, ich hatte, seitdem ich es neu installiert habe, mit den ganzen Mods, bis jetzt auch keine Abstürze. Fallout 3 macht mir ein bisschen Sorgen. Entweder wenn man durchs Fernglas schaut, Fernglas nicht Fernrohr, oder wenn man, was ist das? Oder wenn man stirbt, stürzt das Spiel ab. Und bei Fallout 4 habe ich das Problem, wenn es automatisch speichert. Also wenn ich ein Pitboy war und speichere, friert das Spiel ein. Also irgendwie, ich habe den Fallout-Fluch. Nein, ich wollte nicht den Hund. Ich wollte ein bisschen Licht machen hier. Generator, Werkbank, Nachladewerkbank, verstrahlte Kugel, Honig, Ballensteak. Wer wohnt denn hier? Ah, okay. Vielleicht kommt ein Bittertrank, Gegengifte, schmutziges Wasser. Vielleicht kommt ein Mutant rein. Klebe. Das ist aber eine riesen Klebewand jetzt gewesen. Warum nehme ich es mit, weil ich es kann? Und da liegt Jugendmagazin, nicht Jugendmagazin. Okay. Machete. Habe ich zwar schon, glaube ich, gehabt mal. Wasser. Schmutziges Wasser. Toilette. Die nehme ich mit. Absinth. Wie, Absinth? Haben die hier? Ja, nehme ich auch alles mit.
könnt ihr hier schlafen. Wieso denn? Das ist mein Zuhause. Könnte ich es als Zuhause benutzen? Da hat jemand aus dem Fernseher geschossen, weil kein vernünftiges Programm war. So, was kann ich denn machen? Oh, MFZ zu KEZ. Was bedeutet Mikrofusionszahl? Ach. Nee. Und hier ist was? Zerlegung. Oh, nee. Ich habe nicht mehr so viel Munition, verdammt. Was war's, eine ruhige Hand? Ich weiß nicht, was das war. Okay, egal. Wir wollten ja eigentlich zum Kreuz hin. Da. Hundeli ist auch da. Okay. Da ist irgendwas. Lass mich in Ruhe, Hund, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Ein Fundament, ein Denkmal. Hm. Was ist das für ein auffälliges Weiß? Oh, Gräber, okay. One in dead close ahead. Was? Relics. Prügeln aktuell. Oh, danke. Da müssen wir hin, nach Pern. Okay. Gräber. Leer. Flammenstoff. Inzinerator. Keine Ahnung, was ist es? Sturmjägerhut. Medex. Ich bin überladen. Das ist leer. Aber okay. Wir müssen nach Gutsprings. Ich bin überladen. Hey. Hund. Jeffrey heißt du, ja. Ah, du hast Arzttaschen von mir. Sehr schön. Was kann ich dir mal alles geben? Soll ich dir mal Schrott geben? Oh, die könnte ich zusammenbasteln. Lieferarm. Wanderhändlerhut. Okay. Na komm, weiter. Weiter.
Wir gehen zurück nach Good Springs. Ah, da war doch noch ein Stein. Moment. Da war doch irgendwas Weißes. Irgendwo war ein Stein. Was war denn jetzt dieser Stein? Oben? Da. Eine Eieruhr. Dafür bin ich zurückgekommen. Die Eieruhr. Hey, hör doch mal auf jetzt. Hallo, brauchen Sie was? Ich würde gerne Ihre Waren sehen. Klar, hier ist mein Sortiment. Ich verkaufe dir... Eieruhr, Elektroschott, dann ist auch noch Stange Zigaretten, eine Tasse. Ich weiß nicht, brauchen wir den Wunderkleber? Ihr müsst mir das mal Kommentare schreiben, ich habe keine Ahnung. Achso. Ja, okay. Ach, das ist Ihr Hund. Du bist aber eine hässliche Töle. Kojotenfell. War doch noch ein Typ dabei. Okay. Ja, wir werden ein bisschen jetzt in Good Springs nochmal schauen, dass wir was verkaufen können. Zur Not. Ah, lass gut sein. Ist okay. Hm. Ich jetzt so gut bin, ist da. Oder? Hilfe! Meine Fresse, nee, da ist ja noch eine. Erster Ritzskorpion, großer. Mama, ich will nach Hause. Ich wollte nämlich gerade auf die Karte schauen. Wo sind wir denn? Ja. Aber es sind gut für den... Okay, Friedhof. Also immer schön am Wasserturm halten, dann kommt man auch dahin, wo man hin will. Ja, komm, hör auf zu bellen. So. Was ist denn Hundeli? Natürlich kraxe ich mal wieder über die Berge hier runter.
Schachteln wegzunehmen. Schauen wir mal, ob die wieder Geld haben. Wenn ich schlafe, noch mal 24 Stunden in Victors Hütte. Wenn sie dann immer noch nichts haben, werde ich da was ein bisschen liegen lassen. So machen wir das. Oder Hund, was denkst du? Ja, komm. Und hat jemand die Post gebracht? Nein. So, aber wir waren nicht. Hallo, hier. Möchten Sie Vorräte kaufen? Ja. Natürlich doch. Auch nur 70. Das. Ja, links etwas. Danke. Bitte. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Ja, das lohnt sich nicht. Dann hat sie auch nur ihre paar Kröten. Das heißt, wir gehen nochmal schlafen. Wo denn jetzt Victor sein Haus? Da. Da ploppt es auf. Post. Na komm, Hündeli. Keine Post. Gut. Wir legen uns noch mal hin. Ja. So 21 Stunden. Müssen ja irgendwann mal wieder Geld haben, oder? Hoffe ich doch. Okay. Kann man eben gucken. Waffen. Fangen wir oben an. Reparieren. Dann das, eine Machete, können wir den Basie verkaufen, das können wir auch verkaufen. Okay, was ist das? Okay, wir haben einen Feuerdings da. Noch eine Machete? Rotmachete. Ich sag ja, wir haben noch eine Machete. Schaufel behalten, weil die gebe ich, glaube ich, dem Hund. Karawanen-Shotgun. Die können wir verkaufen. Und das haben wir. Und das. Okay. Wie gesagt, ich schaue noch mal. Ansonsten werde ich erstmal alles ein bisschen dort lagern. Und dann mal weiterschauen. Dann geht's nach Brim. Ein paar Sachen gebe ich dem Hund mit, die wir dann dort verkaufen können. Gehen wir erstmal nach Trudy.
Judy? Trockene Kehle? Das kann ich ändern. Ja, zeig mal. Für das, was Sie für uns getan haben, bekommen Sie einen Sonderrabatt. Oh, sie hat wieder ein bisschen Geld, Gott sei Dank. Also, was habe ich gesagt? Ja, komm weg. Dann... Die Machete kam weg. Dann ja, die kam auch weg. So, und was kannst du mir sonst noch so anbieten? Eigentlich nichts Großartiges, ne? Nee, nee, warte. Was habe ich jetzt von dir genommen? Okay. Die steht hier. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, ne? Passen Sie auf da draußen. Du, auf dich hier drinne auch. Howdy. Howdy. Dann hat er vielleicht auch ein bisschen Geld wieder. Ich gebe ihm schon mal, was wir mitnehmen und nehme das, was ich eventuell hier verkaufen kann, ne? Also, mein Lieber, du nimmst natürlich die Schaufel. Die wirst du immer jetzt tragen. Kann der Hund eigentlich sterben? Weiß ich gar nicht. Dann, ich habe zu viele Waffen. Das ist Dynamit. Ja. Mercenary Granate mit Griffel. Okay. Schalldämpfer drauf, deswegen okay. Plasmapistol, Laserpistol. Hier hast du noch Arzttaschen, eine behalte ich bei mir. Die ganzen Hefte, die wiegen ja gar nichts, warum gebe ich sie dir dann? Nee, behalte ich bei mir. Das Heilpulver kannst du nehmen. Gegengift ist, glaube ich, wahrscheinlich für Skorpione. Reparatursatz für was auch immer. Ruhige Hand. Ah, das haben wir gefunden. Stealth-Brick können wir auch verkaufen. Hier. Ich behalte mal so 3 Stück. Ich werde immer wieder mal trinken. Okay. Ja, mein Guter. Könnten ja beim Doc auch noch Medizin kaufen. Wir bräuchten. Aber jetzt erstmal gucken wir mal. Okay. Dann Mods haben wir hierfür nicht. Hier auch nicht. Arsenal der Waffen erhöhter Schaden. Okay. Da haben wir auch keine.
Nein. Schaufel. Die habe ich doch. Was ist das? Ach, das müssen wir verkaufen. Das ist kein Schaufel. Okay. Dafür haben wir auch keine. Auch nichts. Was war denn das denn? Was wir. Was war das? Unter Hilfsmittel. Moment. Ruhige Hand. Waffenstreuung reduziert. Ist das jetzt für immer oder? Ich habe keine Ahnung. So. Möchten Sie Vorräte kaufen? Ja. Natürlich doch. Ich verkaufe dir erstmal hier. Das brauche ich nicht. Oh, er hat wieder sehr gut Geld. Das brauchen wir nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Das nicht. Das auch nicht. Dann. Kettei behalten wir. Das behalten wir auch. Das kannst du haben. Medex, Mentats. Stealth Ball. Die sind gratis und das. Ich möchte aber noch mehr Geld. Was hat er denn so an Waffen? Das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Nee. Sonst nichts. Oh, langer Lauf. Okay. Fokussierungsoptik. Ach, aber ich bin ja nicht so ein Lasertyp, oder? Plasmapistole, Rückgewinner. Füllt Munition auf. Krebermoney. Ja, Interesse hätte ich da dran. Okay, Munition. Jetzt kommt's. Ja. Ich brauche die. Und dann die. Und dann die. 20. Brennstoff hat er keine. Energiezellen hat er. 22er bräuchte ich 20. Ah, die Shotgun. Da würde ich doch eher sagen, ich nehme die Energiezellen. Und das und das. Und ich werde jetzt noch mal schauen. 22er hast du? 22er? Ja.
Ich verkaufe dir ein Kleidungsstück. Was hältst du davon? Das gefällt mir eigentlich, was wir anhaben. Ja, kein Problem, warte, ich kaufe noch etwas von dir ab. Hast du zufällig noch was? Das nehme ich dir. Das nehme ich dir. Was? Zündhütchenkiste groß. Pistole. Ich weiß nicht, wofür das gut sein soll. Ja, komm, nehmen dir die noch alle. Dann muss ich dir leider noch mal was abziehen hier. So ein simpel Geschäft. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, ne? Immer mit der Ruhe. Jetzt habe ich irgendeinen Schrott gekauft von dir. Gut. Super Simpack. Ja, Simpacks haben wir erstmal genug. Ist okay. So. Dann gehen wir mal zu den Waffen. Nein. Nein. Otz. Sehr schön. Für was hatten wir noch gekauft? Kann ich da zwei Sachen anbringen oder? Ich glaube, ich habe jetzt beide, ich weiß es nicht. Gut, nee, nicht gut. Was habe ich denn von ihm da genommen? Ich habe Hülsen so viele, aber die wiegen nichts. Sonst ist alles locker vom Hocker. Okay. Da sind wir ja wieder nicht weit gekommen. Ich würde aber sagen, bevor ich den Part beende, das mache ich halt noch mit euch, dann gehe ich noch in Victors Haus. Lade alles, was ich nicht brauche, ab jetzt. Und dann ist das überhaupt die richtige Richtung. Ich bin mich verwirrt. Genau, da. Und dann im nächsten Part machen wir uns auf den Weg nach Bremen. Oh, es hat was nachgelassen. Verdammt, das war nicht für immer. Gut zu wissen. Das war nicht für immer. Das macht ja nichts aus, du stehst ja eh nur vor der Tür, du kommst ja gar nicht rein. So, wo lassen wir denn alles? Hat das wieder aufgefüllt oder habe ich es nicht mitgenommen?
Egal. Nein. So. Wenn da schon Hülsen drin sind, können wir Hülsen hier einpacken. Ein bisschen hier. Die haben zwar kein Gewicht, aber damit das hier ein bisschen... Ne, ihr wisst schon. Wunderkleber, weiß ich nicht, ob das gut ist. Ich packe es auch mal mit hier rein. Und Klebeband. Entladene kann ich auch hier lassen. Die wiegen nichts. Waffen. Dynamit brauchen wir nicht so viel. Nehmen wir drei mit und Rest machen wir hier. Machete. Also. Erste Schalldämpfer drauf. Macht aber nicht großartig Schaden. Zwei nehmen wir mit, die haben wir jetzt fertig gemacht. Ach, das können wir ja auch mal mitnehmen. Die können wir hier lassen. Das lassen wir auch hier. Brauchen wir alles. Die trinke ich gleich. Ja, und dann soll es das gewesen sein. Wo, Hundeli? Gut. Trinken wir was und dann... Weil es gibt spezielle Kronkorken. Sehr schön. Dann würde ich sagen, in der bescheidenen Hütte machen wir jetzt ein Nickerchen. Also, vielleicht auch nicht. Und sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Adios.